Und willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Ja, wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen bei den Rumsern. Und zwar die kaputten Solarmodule reparieren. Das müssen wir noch tun. Und dafür müssen wir... Zack. Nach Helios One reisen. Ich habe keine Ahnung, wie wir da jetzt an die Solarmodule kommen, aber... Wir werden es sicherlich gleich erfahren. Könnte echt einen Drink brauchen. Jo, ich auch langsam. Können wir die einfach dann nehmen? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wir müssen erstmal da irgendwie reinkommen. Okay, ich darf da gar nicht mehr rein. Warum? Warum darf ich hier nicht mehr rein? Warum ist das rot? Das ist merkwürdig. Nicht, dass die mich hier gleich alle anfallen. So, wir müssen da unten irgendwie hinkommen. Ist hier so ein bisschen verwirrend. Warte mal. So, dann hier lang. Guten Tag. Okay, die tun uns nichts. Die knallen uns nicht ab. Das ist schon mal gut. So, da lang und dann da unten oder da oben? Ich glaube da oben. Ja, dann da. Okay. Alles klar, alles klar. Und dann links und dann runter und dann da vorne, genau. Jetzt erinnere ich mich so langsam. Wir hätten auch da unten irgendwo lang gehen können. Hätte uns vermutlich etwas Zeit erspart, aber naja. Egal. Genau, hier, der verrückte Doktor. Ich erinnere mich. Yo! Yo! Mr. Fantastic! Adios, amigo. Dann hier Hallo. Raus. Yo, hi. Okay, und hier können wir die jetzt einfach einsammeln, oder was? Okay. Hä? Ach, die liegen hier hinten. Okay. Aktivieren kaputter Solarreflektor. Die Reflektormodule dieser Gruppe sind beschädigt. Sie könnten diese Gruppe ausschlachten, um einige Teile zu bergen. Wollen Sie die Gruppe ausschlachten? Reparieren von mindestens 20? Natürlich. Natürlich. Reparieren 20 ist ja nix. Das hatten wir ja schon, als wir auf Level 5 waren oder so. So, hier auch noch einer. Zack. Ausschlachten. Jawohl. Einer liegt irgendwie da draußen, ne? Oder... Ach so, das, zielt wieder nach oben zu den Rumsern. Ausschlachten. Wie viele sind es denn noch? Ich glaube zwei, ne? Ja. Machen wir den. Und dann den einen noch da hinten. Magst du mich? Ja, ich mag dich sehr gerne. Und jetzt gucken wir uns hier das Kraftwerk an. Nein. Schön auf den Stuhl gesetzt, wie es hier Kraftwerk googeln. Total spannend. Und da ist das letzte Modul.
Sehr gut. Okay. Hatten wir die nicht schon mal entschärft? Sehr merkwürdig. Naja. Gut. Da kriegen wir, glaube ich, ein Jagdgewehr, oder? Kann das sein? Nö, kriegen gar nichts. Was mache ich denn hier überhaupt? Weltkarte. So. Sie haben diesen... Achso. Ich wollte gerade sagen, Sie haben diesen Ort noch nicht entdeckt, was? Was? Dann watscheln wir da doch mal hin. Und ich glaube, wir können hier auch noch mehr Aufgaben bekommen. Denn irgendwas war hier mit den Ameisen oder so, eine Ameisenplage. Nur werden uns die Personen, mit denen wir da quatschen müssen, nicht mehr angezeigt, ne? Ich guck mal gerade. So, das sind nur Wenste, ne? Ja. Okay. Guten Tag, Mr. Hickey. Egal, was Sie verkaufen, wir haben genug davon. Mr. Hanky, da noch mal. Da hinten ist die Anlage. Die Katzen spielen wieder, nicht wundern. Das ist ja, ne, sobald ich hier die Aufnahmetaste drücke, flippen die aus. Das ist schon Tradition. Und ich frage mich, was passiert, wenn wir denen hier helfen, ihren komischen Bomber wieder fit zu bekommen. Ach, hier sind die Geschütze. Ja, nicht schlecht, ne? Das sind schon... Sieht schon gute Haubitzen. So, muss ich nach drinnen? Vermutlich, ne? Erfordert Schlüssel? Haben wir nicht. Ist natürlich doof. Also, brauchen wir gar nicht. Komme ich hier so hoch? Komme ich nicht, aber so, jetzt klappt's. Das Ding ist kaputt. Reparieren 65. Die Reflektormodule dieser Gruppe sind beschädigt. Mit gesammelten Teilen könnte die Gruppe repariert werden. Wollen Sie die Gruppe reparieren? Achso, kann man auch ohne... Naja. Mit den zusätzlichen Modulkomponenten können Sie die beschädigte Modulgruppe leicht reparieren. Das Ding ist auch kaputt. Das Ding auch. So. Dann da hinten nochmal zwei und dann haben wir es. So. Mensch, super. Alle defekten Solarmodule wurden repariert. Sehr schön. Dann zurück zu Mr. Loyal. Ich glaube, ich warte auch mal, bis es jetzt Tag wird, ne? So a bissel. Machen wir 5:30, das reicht. Mein Gott, ey, die trampeln da wie die Idioten hinter mir. Hört doch mal auf. Ruhe. Aber egal, ob ich da nur was sage oder nicht. Die Katzen haben ja ihren eigenen Kopf. Die machen ja eh, was sie wollen. Wie hieß denn die eine Tante, bei der wir bei der Ameisenplage helfen sollten? Die wir ganz am Anfang getroffen haben. Ich weiß es nicht mehr. Mit Namen habe ich sowieso nicht so.
So, da hängt der Loyal irgendwo rum. In seiner Baracke wahrscheinlich. Ich guck mal die hier auch durch. In das Rosa-Museum. Dann nehmen wir hier die nächste Werkstatt. Loyals Haus. Schön. Mhm. Gut. Dienstbuch der Elektronik. Entschuldigung. Ich konnte mich nicht zurückhalten. So, jetzt aber. Jetzt sind wir lieb. Gleich nachdem wir hier in den Gewehrschrank geguckt haben. Dafür lohnt sich's nicht. Werden wir beobachtet? Nö. Wo ist der denn? Da, ach, da ist er. Pearl hat mir ausrichten lassen, es sei in Ordnung, Ihnen von der Dame im Wasser zu erzählen. Die Dame aus dem See, was ist das? Wahrscheinlich der Bomber, hm? Das klingt gruselig, Loyal. Ich habe die Solarmodule repariert. Na, wie find ich denn das? Scheint wahrhaftig so, als hätten sie zwei rechte Hände. 531 EP. Okay. Wir müssen ja sowieso mit ihm darüber quatschen. Kann ich einen Grund? Was? Die VR-Pots in der Kantine? Nein, die sind nicht für Außenseiter bestimmt. Lassen Sie die Finger davon. Verdammt. Sprache 50. Ich bin wirklich an der Geschichte des Stamms interessiert. Wozu dienen die Pots? Na, wenn Sie das so sehr interessiert. Das sind Flugsimulatoren. Sollten Sie unsere Geschichte noch nicht kennen, besuchen Sie doch mal Pete. Wir träumen davon, eines Tages den Himmel zu erobern. Ja, mit Pete haben wir doch auch gequatscht. Ich will diese Simulatoren mal benutzen. Das wäre toll. Aber naja, die Dame aus dem See, was ist das? Vor langer Zeit, lange vor dem Krieg, der fast alles vernichtete, was hier gelebt hat, stürzte hier ganz in der Nähe ein Bomber ab. Ein Bomber war ein Flugapparat, der Sprengstoff auf Dinge abwerfen konnte, die er überflog. Aber ich schweife ab. Weiter im Text. Dieser Bomber stürzte in den Lake Mead, blieb aber fast intakt. Als wir nach Nellis kamen, sehen Sie, da fand ich diesen Artikel in einem Magazin darüber. Es gab eine weitere B-29 in der Nähe. Sie gehörte zu einem Museum. Konnte nicht fliegen, war aber ein prima Ersatzteillager. Können Sie mir folgen? Ja, ja. Seit ich ein junger Bursche war, habe ich davon geträumt, die Dame aus dem See zu bergen und wieder zum Leben zu erwecken. Was meinen Sie dazu? Will ich diesen Freaks wirklich so einen Bomber hinstellen, ne? Das ist die Frage. Aber interessant ist es ja schon. Ich denke, wenn wir das Teil repariert haben und da geborgen haben, können wir das am Ende hoffentlich doch noch verhindern, dass die damit Amok laufen. Wo liegt dieser Bomber? Sie liegt auf dem Grund des Lake Mead. Ich markiere ihre Position auf ihrer Pip-Boy-Karte. Nee, danke. Wie soll ich denn einen Bomber vom Grund eines Sees bergen? Ganz einfach. Bringen Sie Schwimmkörper am Flugzeug an und lassen Sie es aufsteigen. Hier ist ein Fernzünder. Sind die Schwimmkörper am Flugzeug angebracht, betätigen Sie vom Ufer aus den Zünder. Die Auftriebskraft besorgt den Rest. Wenn es so einfach ist, warum haben Sie es noch nicht gemacht? Vielleicht haben Sie das noch nicht begriffen. Seit über 50 Jahren hat keiner von uns, nicht ein einziger, einen Schritt aus Nellis herausgetan. Und jetzt kommen Sie daher mit all Ihrem Wissen um die Welt da draußen. Anscheinend ist die Zeit endlich gekommen, die Dame zu bergen. Das ist wohl die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Ist in Ordnung. Gut, hier sind die Schwimmkörper. Finden Sie das Flugzeug? Machen Sie sie daran fest und drücken Sie den Knopf. Irgendein Vorschlag, wie ich auf den Grund vom Lake Mead komme, ohne zu ertrinken? Versuchen Sie es doch mal mit Luft anhalten. Wenn Ihnen das nicht gut genug ist, reden Sie mit Jack. Der hatte da mal ein Atemgerät in Arbeit. Geil, versuchen Sie es doch mal mit Luft anhalten. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Das ist die geilste Idee ever. So. Hier ist auch keiner. Gut, dann müssen wir nochmal zu Jack. Wie hieß denn diese Alte? Ich guck mal da hinten. Ah, dieses Mädel, was uns begrüßt hat, als wir hierher gekommen sind.
Ich weiß es nicht, ich guck einfach mal. Denn, Ameisenplagen zu beenden, das klingt ja eigentlich ganz cool. Wirklich? Wirklich? Wird unser Traum vom Fliegen also bald wahr? Vom Fliegen ja, aber nicht vom Bombenabwerfen. Das wäre nämlich nicht so cool. Aber ich glaube kaum, dass die das machen, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn wir so nett zu denen sind, dass die dann mit dem Bomber losfliegen und, hier arme, hilflose Leute bombardieren. So, dann quatschen wir nochmal mit Jack. Da drüben sind auch nochmal zwei Baracken. Wenn Sie das Ding nicht im Griff haben, übernehme ich das. Achso, du willst das dann machen? Dann. Hi, Jack. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Das freut mich. Loyal meinte, dass sie mir helfen können, unter Wasser zu atmen. Ich brauche nur ein paar Teile eines Druckkochtopfs, um das Atemgerät luftdicht machen zu können. Na toll. Ach Mann, sieht doch gut aus. Ich wette, das Siegel hält. Wissenschaft. Wenn ich zwei Magazine lese, habe ich dann... Ich versuche das mal, warte. Super. Moment. Haben wir überhaupt was, das Wissenschaft erhöht? Weil so einen blöden Druckkochtopf zu suchen, habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr. So, ich versuch's mal. Ich war noch nie in meinem Leben. Funktioniert natürlich nicht. Schön. Okay. Verdammt. Verdammt! Unsere Jungs haben die Einschienenbahn wieder zum Laufen gebracht. Ach komm, spar dir doch dein Geschwätz hier. Oh Mann. So ein Mist. Achso, da liegt. Ist das? Ja, das ist Jack wahrscheinlich, ne? Ja, das ist Jack. Ich dachte schon, vielleicht liegt da einfach so ein Druckkochtopf rum, aber. Was hast du denn? Verdammt, verdammt, verdammt. So, und da hinten geht's zu dem See, ne? Oder was? Boah. Ja, natürlich. Ich meine, ganz in der Nähe, auf jeden Fall. Das ist... Das ist einfach total in der Nähe. Hm? Er hat wohl einen Sockenschuss. So, die Dinger sind alle zu. Ich schau mal gerade hier hinten. Ach, hier ist eine Plantage. Cool. Cool. Interessant. Wow. Leere Zelte. So, das ist so ein altes Gewächshaus hier, ne? Komm ich da rein? Komme ich nicht. So, wer seid ihr denn? Ich kann nicht glauben, dass wir die Super Fortress noch erleben dürfen. Schön. Wo kann denn diese Tussi rumhängen? Ich guck mal,
ganz am Eingang. Vielleicht steht sie ja da rum. Wo sie uns auch begrüßt hat. Ach nee, hier ist sie. Ah, wie cool. Was für ein Zufall. Raquel, genau. Die Anweisungen von Mutter Pearl sind eindeutig. Sie können sich frei in Nellis bewegen. Unsere Artillerieaufklärer werden nicht auf sie feuern. Das sind außergewöhnliche Privilegien. Missbrauchen Sie sie nicht. Niemals. Mutter Pearl meinte, dass sie ein Insektenproblem haben. Kurz gesagt, vor ein paar Tagen ist der Strom ausgefallen, da Riesenameisen sich in den Generatorraum gegraben und dort ein Nest gebaut haben. Ich habe versucht, sie mit einem Trupp zu erledigen. Aber es waren so viele. Zwei von uns starben, drei wurden verwundet. Ich persönlich glaube nicht, dass Wilde mit sowas fertig werden. Aber wenn sie die Ameisen töten und den Strom wieder einschalten möchten, gerne. Klar, mit ein paar Ameisen werde ich schon fertig. Sicher, das kann jeder. Aber da unten sind mehr als ein paar. Überzeugen Sie sich selbst. Noch was. Ich glaube, dass die Ameisen Schießpulver aus der Munition da unten fressen oder so. Bei einem Treffer mit einem Flammenwerfer oder Laserpistolen explodieren die Viecher. Kugeln sind okay, solange es keine Artilleriegranaten sind. Loyal arbeitet an einer Waffe gegen sie. Vielleicht sollten Sie mal mit ihm reden. Nellis Generatorschlüssel erhalten. Okay, Loyal könnte ein Hilfsmittel gegen die Ameisen haben. Dann quatschen wir nochmal mit dem. Haben wir ja lange nicht gemacht. Boah, das ist eine Latscherei hier, das glaubst du nicht. Das ist ja echt unglaublich. So, jetzt warte mal, wo hängt der denn rum? Moment. So. Lokale Karte. Das wird der Generator sein da hinten und der Loyal wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Beginne Kampf. Beginne Kampf. Nur Spaß. Klappe. Der war gut. Den hatten wir auch noch nicht. Blöde Kuh. Loyal, wo bist du? Da hinten ist er. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, wenn sie den Bomber aus dem Lake Mead geborgen haben. So, na, bla bla. Ja, toll. Okay. Ich wünschte, sie hätten beim ersten Mal besser aufgepasst. Sie brauchen einfach nur Schwimmkörper am Flugzeug anzubringen. Einige meiner Roboter bringen eine Fernaktivierungsstation zum Ufer. Sie machen die Schwimmkörper fest, drücken einen Knopf und die besorgen den Rest. So, jetzt kann ich. Raquel meinte, dass sie an einer Waffe arbeiten, um die Riesenameisen zu bekämpfen. Ich bin dabei, einen Schallemitter zu bauen, der funktionieren könnte. Aber er ist nutzlos, wenn wir die exakte Frequenz nicht kennen, die sie tötet. Oh, gibt es irgendwo ein Rädchen zum Einstellen? Ne. Betrachten Sie es als Feldversuch, als Testlauf. Wenn Sie es riskieren wollen, sind Sie herzlich willkommen. Ich habe es so eingestellt, dass es ein starkes Signal von 24.000 Hertz sendet. Legen Sie es einfach in die Nähe des Nests und drücken Sie die Daumen. Das Signal ist zu hoch, als dass Menschen es hören können. Möglicherweise spüren Sie aber ein komisches Gefühl im Bauch. Naja, wenn's nur das ist. So, neue Schallemitter auf dem Ameisenhügel platzieren. Ich würde die ja eigentlich ganz gerne von Angesicht zu Angesicht töten. Das bringt vermutlich mehr Erfahrungspunkte. Aber das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Also, bis dann. Ciao!